Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Ja, ich nehme mal gleich mein Moped. Wie kann ich nicht? Ist da noch was drin? Oder ist es mein Moped? Nee, dein Moped habe ich nicht. Ist schon meins, aber es ist irgendwie leer. Ach, da ist das Storage. Nee, ist doch nicht leer. So, jetzt ist leer. Ich möchte die Fahrzeuge hier nicht haben. Ich kann deine auch wegfahren, wenn du möchtest. Kannst du auch machen. Kannst es auch da stehen lassen und ich sammel's dann später ein. Ja, weil so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Ja, ich weiß. Ich fahre sie einfach mal hier zum Händler. Im flachen Bereich. Aber nicht nah, nicht zu nah an den Händler. Hier so vor. Zack. Ja, blutrote Nacht heute. Konnten unsere Verteidigung bisher nicht so aufbauen, wie wir wollten. Weil wir, ja, immer von schreienden Zombie-Frauen, ja, angegriffen wurden. Ist halt ätzend, wenn man was bauen, ups, möchte, ups. Vernichte den Graben, bitte. Nein. Da rennen wir nur rein. Nein, das ist so weit unten, ich komme da nicht dran. Ich glaube, ich bräuchte ein paar Frames. Ja, hat jeder immer dabei. Also zur Information, Mathilde hat nicht drauf geachtet und nicht gewusst, dass der Graben so tief ist. Ja, und jetzt ist sie reingefallen und gestorben. Also wissen wir, die Falle funktioniert. Very funny, you old Joe Cookie. Ja. Und wir können noch ein bisschen Stacheldraht machen. Ich finde, die billigsten Fallen hier quasi sind immer noch mit am besten. Ja. So, ich wollte eigentlich nur nach oben, weil ich noch unsere Blade Traps etwas reparieren wollte. Kommst du dann von oben wieder rein? Nee, ne? Nein. Okay. Und die Blade Traps haben es wirklich, wirklich nötig. Hier oben hätten nämlich sonst den Geist aufgegeben. Wahrscheinlich in der Nacht, wenn ich mir das hier so anschaue. Ich glaube, bei der letzten blutroten Nacht mussten die auch einiges wegstecken. Upsala. Ja, hier fehlt auch eine tatsächlich. Also zur nächsten blutroten Nacht sollten wir auf jeden Fall mehr Blade Traps machen. Oh, die restlichen Stacheln mache ich dann zu. Weil die fallen ja hier immer in die Ecke. Da können wir ja auch noch mal was hinpacken. Und da höre ich schon wieder eine Schreitussi. Hier ein Kappenhut. Okay, dann sehe ich mal zu, dass ich hier wieder heile runterkomme. Mhm. Oh, da ist er. Ah. Läuft in die Falle, hoffentlich verreckst du auch. Oh, aber gut, dass du es nochmal sagst. Oh, hier ist noch ein Stahlbolzen. Hm. Hat sich in die Luft aufgelöst. Ne, da liegt sie. So. Till, die Leine ist drin. Ups. Hm, habe ich Stahl dabei? Oh ja, warte. Du bist drin? Sie. Dann mache ich den Laden dicht hier. Ich muss mich jetzt hier gerade wieder ein bisschen sortieren. Ach so, es sind doch noch über 300 Stahlbolzen jetzt in der Werkbank. Jo.
Bin drin. Sehr schön. Und schnell mal was essen und trinken. So, ich nehme wieder die Maschinenpistole mit. Ist das die? Nee, das ist die falsche. Ich hatte doch eine mit dem Sucher. Wo ist die denn? Wo ist meine Maschinenpistole mit dem Scope? Ich dachte, ich hätte Maschinenpistole. Im Fahrzeug vielleicht? Das habe ich, meine ich, nach der letzten Nacht wieder hier hingebracht. Warte mal. Nee, das sind Jagdgewehre. Ich meine, ansonsten nehme ich eine normale Maschinenpistole, aber ich war jetzt sicher, dass ich eine mit Scope hatte. Kann sein, will ich nicht abstreiten. Ich habe nur mein Scharfschützengewehr und meine Schrotflinte. Ja, Scharfschützengewehr ist auch da. Also hier ist ein MR10. Nee, ich trag schon eins. Ach so. Hier ist eine Maschinenpistole Stufe 2, muss aber repariert werden. Ja. Aber Reparaturkits haben wir auch. Ja, ich muss erstmal gucken. Wenn die einfach nur das Scope hat, dann. Kann ich das da auch abnehmen und auf das mit Stufe 4? Ah, ja, da ist das Scope drauf. Puh. Weil ich habe hier auch eine mit Stufe 4. Die komplett heile ist, dann nehme ich nämlich lieber die, ehrlich gesagt. So, Schrotflinte Stufe 6 nehme ich auch vorsichtshalber mit. Ordentlich Muni. Habe ich ja brav geholt. Ja, also ich schwör, soweit. Ja, ich auch. Ich muss hier gerade noch schnell mal schreiben. Schreiben? Achso. Ja, ist wichtig. Weil ich dachte gerade so, hä, Chat oder so? Ah, naja. Wenn man keine Zeit hat. Böse Mathilde. Es gibt heute Erdbeeren zum Abendessen. Mhm. Das war nämlich gerade die Frage, die so wichtig war. Ob es zum Abendessen. Ach ja. Oh Gott, Stress. Wieso Stress? Schnell noch einen Blaubeerkuchen essen. Ach, weil ich noch nicht so weit bin. So, ich gehe wieder auf die untere Ebene. Ja, ich schalte schon mal die Motoren ein. Ich bitte darum. Oh! Ah, ihr Vogel. Was denn? Alles gut. Aber ah, der erste Kotzer ist schon da. Boah. Boah, und mein Ding ist nicht geladen hier. Und die kotzen mich voll. Ich werde nicht gerne voll gekotzt. Alter, 4 Stück auf einmal da. Aber jetzt kommen sie frontal, wie wir es eigentlich haben wollten. Was, Vogel? Ah, Vogel! Ah, geh weg! Ich töte dich! Ah, ich blute! Ah! Ah, Nemesis. Ah, Kotzerpulle. Toll, der hat ganz viele Fallen kaputt gemacht, dieser Scheißpulle. Ja. Die hauen auch deinen Sand kaputt, da glaube ich. Da ist, hat gerade was gequalmt. Na egal. Mein schöner Weg. Ich glaube, wir sollten den Graben noch weitermachen und so einen ganz dünnen Durchlass machen.
Ich weiß, wir hatten das schon mal probiert und das war irgendwie dann doch nicht so effektiv, aber wir sollten es nochmal probieren. Ja, sie, wie gesagt, sie kommen jetzt von vorne und kommen in die Blade Traps rein. Sie kommen auf jeden Fall nicht durch die Seite. Gerade eben machen sie sämtliche Fallen da kaputt, aber na gut. Dafür sind sie ja da. Ein paar machen sich allerdings an den Aufstieg auf der rechten Seite. Ja. Wollen sie. Und schwupp fällt sie runter. Ich habe ich nicht gekriegt. Und ab in die Blade Traps. Ah, ich wurde bespuckt. Ich weiß auch nicht. Ja, ganz hinten. Zwei Stück, einmal links. Stirb, stirb, stirb. Und da kommt der nächste. Ja, es sind drei. Super, du hast dir den Schädel weggeschossen. Ah, da kommen normale Leuchte, das ist okay. Was ist rechts unten so toll? Weak Spot, würde ich sagen. Da leuchtet ganz schön viel da unten bei mir. Ah, ich sehe es. Schöne Karawane hier. Zombie-Karawane. Mhm. Und Fall in die Blade Traps. Und Stromanski auch noch. Also die Blade Trap da ist echt gut. Die leistet heute ganze Arbeit. Ich verstehe nur und nicht. In Verbindung mit dem Stromzaum ist jetzt, glaube ich, echt gut, da diese Blade Trap. Ja, ich verstehe nicht, warum die so komisch laufen. Das verstehe ich auch nicht, aber sollen sie nur, sollen sie. Oh, Bulle. Ja, ich sehe es. Ach, das Magazin leer. Kopf weg. Super. Keine Ahnung, wo die da am Rand hin wollen. Da fallen sie alle. Ah, die versuchen da rüber zu springen irgendwie. So eine ausgepufften Schlitzohre. Blöd nur, dass das nicht klappt. Nee. Das ist ein Blitzfeuerwerk. Oh, das sieht schön aus im Dunkeln. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Das ist so wunderschön, das mache ich zum Titelbild. Oh, da ist wieder ein Kotzer. Yep. Das war ein Kotzer. Ist schon wieder was Kotzer? Ey! Verpiss dich! Komm her, du! Ich klatsch dich weg! Ich schwöre, ich klatsch dich weg! Los, komm zu mir! Komm zurück! Na los, komm her, komm! Oh, ich wollte ihn wegklatschen. Achtung, da kommt noch einer auf dich zu. Weggeballert. Sehr schön. Oh, schon wieder? Wo bist du? Da bist du. Ups, falsche Kanone. Hast du aber getroffen gehabt. Ja, mit dem kann ich besser zielen. Kann ich besser auf den Kopf zielen. Nice. Einfach nur, weil ich gerade Lust habe, ein bisschen zu boxen. Ich glaube, die machen das Loch da, was ich da gegraben habe, ein bisschen breiter. Finde ich aber ganz nett von denen. Hm.
Ah, sie haben die Dings kaputt gemacht. Ah. Nee, nicht die Blade Trap, sondern die Elektrofalle. Die sollten wir aber auf jeden Fall reparieren, weil die war da echt Gold wert. Weil die tragen ein bisschen den Berg ab, finde ich nicht schlecht. Hm. Oh, jetzt sind sie über uns. Oh, okay. Ich kümmere mich ein bisschen um die Bergzombies. Inge, du hast mich erschreckt. Du hast hier im VIP-Bereich nichts zu suchen. Siehst du, das passiert, wenn man ungefragt in den VIP-Bereich geht. Man kriegt den Kopf weggeschossen. Schön, die Fetzen vom Körper fliegen hier zu mir runter. Ja, das ich hab hier gerade so Fleisch. Ah, schade, hab ich nicht getroffen. Ja, ich hab ihn aber getroffen. Ich bin gerade den Nemesis vom Berg runtergeschossen und der fällt richtig perfekt in die Blade Trap. Oder hat jemand den Händler getroffen? Einige versuchen jetzt von oben irgendwie zu mir zu kommen. Okay. Schaschlik von oben oder so. Ja, unten sollten wir echt noch was hinstellen, glaube ich. Ja, da eine Ecke. Sollen sie ein bisschen die Wand kaputt machen? Dann haben wir Platz für eine Blade Trap. Ich habe nur Angst, dass Spider-Man hier rüberkommen könnte. Bei mir. Oh, da liegen sie. Oh. Irgendwo kotzt wieder was. Ja. Oben. Oh, die eine hört sich schon leicht kaputt an. Also ich sehe. Oh, hier ist ein normaler. Was ist da? Hier ist ein normaler Bulle. Ups, das war dein Kopf, sorry. Oh, die eine Blade Trap ist ausgefallen unten. Mehrere. Unten sind alle ausgefallen. Ja, die haben hier wahrscheinlich irgendein Verbindungsding gemacht. Ich finde es schade, dass die sich nicht die Beine also brechen, wenn sie runterfallen. Irgendwo ist auf jeden Fall so ein Stromweiterleitungsding kaputt. Oh, einer ist bei dir raufgekommen. Was? Wo? Hinter dir. Okay. Ich schläg die Wand und nicht mich, aber okay. Ja, die sind mehrere unten, die hauen jetzt gegen die Wand. Oh, das war was vom Händler. Mhm. Ah, Bulle. Ah, eine Falle ist kaputt. Ja, eine Falle hat er kaputt gemacht.
jetzt reicht's mir mit euch da. Scheiß Bulle. Vielleicht ein Maler. Du noch stehen, damit ich dich treffen kann, du Nemesis, du? Ey, der eine ist vorbeigesprungen und hat mich geschlagen. Bei dir ist einer. Danke. Oh! Nicht runterfallen. Ja, ich glaube, die Sachen kann ich hier ausschalten. Ja. Ich komme jetzt auch runter, ich will auch mal mit der Schrotflinte mal ein bisschen schießen. So. Heile, ganz viel Bolzen. Puh. Ereignisreich. Oh, ernsthaft. Kommt vor was? Ah, ein bisschen kaputt ist der Graben auch. Oh, da ist was Leuchtendes. Ich kann mal hier in den Graben locken. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm. Oh, die ist direkt darauf zugelaufen, bis du geschossen hast. Jetzt haut sie mich. Jetzt nicht mehr. Ja, ich würde sagen, wir müssen Blade Traps bauen, neue. Damit wir die, die wir haben, aufrüsten können. Definitiv und... Ah. Und wir müssen gucken, wo hier die Verbindung fehlt. Und ein bisschen reparieren müssen wir hier auch wieder. Auch da! Ich hatte ein Level Up. Das ist schön. Ja, finde ich auch. So, bringen wir mal wieder Stahl in Auftrag. So, damit sie hier nicht mehr
so easy peasy rüberspringen können, mache ich es hier ein bisschen schmaler. Und irgendwo höre ich schon wieder was. Kann man nicht einmal in Ruhe hier irgendwie graben oder arbeiten? Okay. In deinem doofen Durchgang ist zumindest niemand. Meinen doofen Durchgang, da kommen sie auch nicht mal rein. Jetzt habe ich ja auch fachmännisch zusätzlich noch verplombt. Ja, ich habe ja fachmännisch von innen zwei Türen gebaut, Stahltüren und zusätzlich noch Steinblöcke reingeballert. Ja, aber genau da hängen die rum. Ach, Pappelepapp. Nee, da hängen die gerade wirklich rum. Komm da vom Berg einfach runter. Und über mir höre ich auch noch irgendwo ein. Ah, der ist gleich hier. Hi! Krieg dich nicht. Aber er mich gleich. Okay, danke. Bitte, bitte. Ach, hier haben wir wieder Stein. Ups, ist da dein Kopf explodiert? Man muss gleich erstmal was trinken. Ich habe einen ganz trockenen Hals. Entschuldigung. Nicht so laut husten. Meine armen Ohren. Boah. Ich höre hier doch schon wieder irgendwas. Oh, der läuft in die Falle. Der läuft in die Falle. Oh, er hat umgedreht. Geht nicht in deinen Graben rein. So ein Arschloch. Dafür hat er jetzt einen Kopfschuss gekriegt. Ich falle. Ach ja, ich wollte ja gucken, wo der Fehler liegt. Bei den Blade Traps. So, die Waffen kann ich nur zurückkippen. Du meinst, was sie kaputt gemacht haben? Genau, warum die nicht mehr laufen. Aha! Fehler gefunden? Sie. Wenn ich nicht glaube, dass das der ursprüngliche Weg war, aber jetzt müsste es wieder klappen. Soll ich es einmal ausprobieren? Nein. Und die laufen gar nicht mehr. Wir brauchen einen neuen Connection-Punkt. Haben wir noch irgendwelche Connection? Ich glaube, hier könnten wir jetzt einen reinkriegen. Stahlbolzen, hier noch ein Blade Trap. Ja, wir bräuchten noch so eine Fire-Relay-Dinger. Müssten auch noch irgendwo ein, zwei sein. Ja, ich gucke gerade. Zwei bräuchten wir nämlich tatsächlich. Ah, da! Gefunden! Oh, ich höre schon wieder eine. Ach, ich dödel.
So. Jetzt kannst du von mir aus gerne testen, ich bin bald weg. Gut. Unten laufen. Oben nicht. Die habe ich auch nicht angeschaltet. Alle, die da sind, laufen. Ja, unten. Oben auch. Oben auch. Da fehlen zwei oder drei mittlerweile. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall welche machen. Stahl ist auch brav in der Mache. Das braucht jetzt halt alles nur auch seine Zeit, weil wegen dauert. Dauert eben, genau. Was überlegst du, lieber Heinrich? Ja, ob ich hier auch nochmal die Seite so ein bisschen abtrage, irgendwie mal so zwei Blöcke. Ja, ich habe mir auch überlegt, dass ich die Stahl, die Eisenstangen will ich auch nochmal ein bisschen vermehren. Ja. Ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal einen Break von der Aufnahme her. Ja, würde ich auch sagen. Oh, es ist auch gefährlich rutschig hier. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, einen Kommentar. Oh, man rutscht hier einfach weg. Die kriegen das die Zombies hin. Ja, Kommentar und ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Aua. Ciao. Tschüss. Ach, hier ist ja auch noch so ein Elektrozaun-Gedöns. Ah.